Hallo liebe Zuschauer, das sind wir wieder und moin von der Ostsee. Diesmal waren wir auf dem Stellplatz Wittenbeck. Ein kleines Bonbon von dem Platz ist, dass der Molly direkt daran vorbeifährt. Der Molly ist die Bäderbahn und die fährt von Doberan über Heiligendamm nach Kühlungsborn. Den ganzen Tag bis 19 Uhr hin und zurück. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, zu- und auszusteigen und man kann schöne Tagestrips unternehmen. Wie gesagt, in Richtung Kühlungsborn oder in Richtung Doberan mit Zwischenstation in Heiligendamm. Der Molly kommt einem recht laut vor, aber da abends Feierabend ist und die Molly nicht mehr fährt, ist auch relativ früh Ruhe auf dem Stellplatz. Schauen wir uns den Stellplatz mal ein bisschen näher an. Er besteht aus zwei Teilen, die durch die Mollybahn getrennt sind. Der obere Teil ist ohne Stromanschlüsse und der untere Teil Richtung Ostsee ist mit Stromanschlüssen. Wir haben uns unten hingestellt. Zum Zeitpunkt unserer Reise war relativ viel los und die Wohnmobile standen ziemlich dicht beieinander. Man muss es mögen. Am Platz befindet sich noch das Restaurant Strandgut, welches wir aber nicht ausprobiert haben, weil es Montag und Dienstag gut hat. Allerdings wird ein Brötchenservice angeboten. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt die Fähr- und Entsorgung. Und die öffentlichen Toiletten, die 50 Cent pro Benutzung kosten. In den blauen Container sind Duschen untergebracht. Es ist alles recht einfach gehalten, aber sauber. Auf dem Weg zum Strand haben wir den Hundestrand gesucht. Wir haben zwar das Schild gesehen, aber wir haben ihn nicht gefunden. Da hinten muss es lang gehen.
ein schöner Kiesstrand. Zu unserem Zeitpunkt war auflandiger Wind und der brachte ganz, ganz viel Seetang und Algen mit, die ein bisschen gemüffelt haben. Aber wie gesagt, das gehört zur Ostsee. So, und weiter geht's nach Schachtholm an den Nordostseekanal. Dicke, dicke Schiffe gucken. Natürlich auch Eis essen. Vom Stellplatz aus hat man einen super Blick auf den Nordostseekanal und kann die dicken Pötte vorbeifahren sehen. Das Ganze ist etwas zugewachsen. Man muss bei der Stellplatzwahl schon darauf achten, dass man gute Sicht auf den NOK hat. Und hinter uns ist der Flugplatz Schachtholm. Das heißt, von hinten Flieger, von vorne Schiffe. Wo hat man das? Sonst noch. Und ab geht die Luzi. Stromsäulen sind vorhanden. Wer genauer wissen will, wie viel es kostet und wie die Säule funktioniert, hält einfach mal unser Video an und guckt in Ruhe nach. Da haben wir ein dickes Kriegsschiff gesehen. Wir nehmen an, dass es Italiener waren und dass das Ganze mit dem Manöver Defender zu tun hatte. Es ist schon schön, vom Frühstückstisch aus die dicken Pötte zu beobachten. Was uns etwas komisch vorkam, war, dass viele der Schiffe noch Smoking heißen. Kleiner Scherz am Rande. Aber für den Abend war ein Kreuzfahrtschiff angesagt und die Leute warteten schon sehnlichst, bis das Schiff vorbeifuhr. Im Hintergrund ist es schon zu sehen und da ist sie schon. Sieht wunderschön aus.
Uns kam das Schiff relativ klein vor. Ich denke mal, wir sind verwöhnt durch Warnemünde. Durch die ganzen riesen Kreuzfahrtschiffe, die dort anlegen. Hauptsächlich die amerikanischen Kreuzfahrtschiffe sind ja riesig. Das ist eher ein kleineres, gemütlicheres Boot, haben wir gesagt. Ja, ganz schön viel Verkehr auf dem NOK. Und wenn man bedenkt, wie viele Seemeilen dadurch abgekürzt werden, dann ist es schon interessant für große Firmen, diesen Weg zu wählen und die Gebühren zu bezahlen. Nochmal ein kleiner Rundblick vom Platz. So, dieses ist der Checkpoint, würde ich mal sagen. Es war wohl früher mal ein Imbiss. Dort befinden sich aber jetzt der Automat für die Anmeldung. Und außerdem wird für das Wochenende ein Brötchenservice angeboten. Nur zur Info, rechts neben diesem kleinen Gebäude steht ein Concorde, worin der Platzwart wohnt. Das ist ein Ehepaar, sie sind sehr nett und beantworten alle Fragen. So, weiter geht's nach Augstfelde am Vierer See. Das ist jetzt kein Stellplatz, sondern ein richtiger Campingplatz. Das ist ein sehr großes Uferareal mit Badestrand und weiter nach hinten ist der Hundestrand. Was sehr, sehr schade war, ist, dass der Strand von Gänsekot bedeckt war. Also richtig schlimm. Ohne Schuhe konnte man gar nicht gehen und ich würde auch da nicht meine Decke ausbreiten, um mich hinzulegen. Das ist jetzt der Hundestrand. Wie man sieht, sind viele Dauercamper vor Ort. Unser Hund musste unbedingt ins Wasser mit den Füßchen. Das Wasser war sehr warm und sauber. Dies sind die sanitären Anlagen, zum Teil etwas in die Jahre gekommen, aber sauber. Nochmal die Sanitäranlagen von der anderen Seite. Ein kleiner Rundblick. Und dies ist das Restaurant Rusticate.
Da sieht man die kleinen Bewohner der Rustikade, die sich jetzt auch eine Lautsprecherbox bequem gemacht haben. Das ist jetzt der Weg zum Kiosk. Dort kann man alles kaufen, was das Camperherz begehrt. Lebensmittel, alles und Brötchenservice wird auch angeboten. So, nach ein paar schönen sommerlichen Tagen und viel, viel Ruhe haben wir dann die Heimreise angetreten. Wir hoffen, euch hat unser Beitrag gefallen. Bleibt uns treu und Daumen hoch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.